Bitte, bitte, bitte. Ja, Porenta. Porenta wurde gefangen. Ich weiß, die Folge ging etwas komisch los, aber... ich wollte es trotzdem zeigen. VM... 02. Das gibt's nicht, Mann. Ditto gab's übrigens auch. Es gab auch Miltank, habe ich auch noch gesehen. Also nicht, dass es jetzt irgendwie wichtig wäre, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ich finde es übrigens lustig. Hier kein Nebel. Hier unten auch nirgendwo Nebel. Es ist überall Nebel. Aber naja. Ich weiß auch nicht, ob das an mir liegt, dass die Nebeltextur leicht verbuggt ist, aber ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe schon. Keine Ahnung. Vielleicht ist der Nebel auch so tief, dass es drüber hängt. Und es ist eigentlich vollkommen Absicht. Haunted Tower. Was zur Hölle? Und TM wahrscheinlich? Sith Scope. Die Musik mag ich. Das ist, glaube ich, nicht die Originale. Die klingt leicht anders. Ich probiere mal was anderes. Watergun. Was ist denn eine Trainerin? Ich dachte schon, es ist irgendwas Besonderes. Die Frage ist, ob ich Curse. Ja. Noch eins. Kannst du ruhig nochmal Curse machen? Aber besiegt. Kabuto kann jetzt auch mal. Auf den XP-Share verzichten. Ich glaube, ich gebe. Hä? Ich habe aus Versehen A gedrückt. Yes, ich würde like to switch. Da kann ich ja auch Arcanine wieder vortun. Ich habe übrigens vergessen jetzt Farfetched reinzuwechseln. Aber hier drin brauche ich es ja auch nicht. Das ist cool. Das Skull ist cool. Skull, ja. Danke. Lassen wir das. Ach so. Kann man sogar rennen, aber soweit ich weiß, steigert das ja das Risiko, angegriffen zu werden. So, was bist du? Escape Rope, okay. Ich gehe einfach mal hier, kurz in der Mitte. Die Pokémon begegnen mir natürlich trotzdem. Ja, ich bin sogar richtig. Direkt first try. Und das Item liegt auch hier, wenn ich irgendwo anders. Na komm. Du kannst mich ja auch mal in Ruhe lassen, Zubiris. Und der nächste Kampf gegen Channeler. Was auch immer das ist. Duskull, Duskull, keine Ahnung, ist aber auch egal.
Ja, schön ausgetrickst. Ja, toll. Also das. Gastly, du kannst mich jetzt auch mal in Ruhe lassen. Danke. Was ist das, Mann? Schuppet. Schuppet ist cool. Oder Schuppet. Auf Deutsch heißt auf jeden Fall Schuppet. Ist die rote Hand auch in den normalen Spielen? Keine Ahnung. Obwohl ich spät drücke, erkennst du die Attacken an. Warum? Ach, wenn ich die Speed-Taste losmacht, dann drückt loslässt, dann drückt es automatisch. Ah. Stimmt. Ist auch eine coole Idee. Besonders wenn die A-Taste nicht funktioniert, währenddessen man. Das könnte auch der Grund sein. Aber ich muss den Speed nicht rauslassen. Ich kann ihn drin lassen. Shedinja, das ist Shedinja. Ich weiß es nicht. Genau, Ninja Turm. Ich denke, da ist irgendwas in den Einstellungen falsch. Aber nächste Etage. Ja, na toll. Als ob man sich hier einfach in den Atom fahren kann. Nein. Du hast ja gesagt, du greifst mich nicht mehr an. Schon vergessen? Ja, aber natürlich klar. Das ist einfach typisch dieses Spiel. Oh, ich hab einen Lauf, ich hab einen Lauf. Deswegen habe ich dieses eine Mal auch falsche Attacke eingesetzt wahrscheinlich. Ich darf mir aber nicht angewöhnen, jetzt immer so A zu drücken. Nee, du lässt mich mal bitte in Ruhe. Was ist das? Als hätte ich es gewusst irgendwie. Die normale Trainerkämpfe nerven irgendwie nicht, aber das andere hat dann sofort keinen Bock mehr. Hat. Vielen Dank. Habe ich jetzt den Pokéball überhaupt geholt? Das ist ein Doppelkampf, okay. Bis auf Haunter, weil es stärker ist. Und Thundershock auf Haunter, falls es überlebt, aber macht's nicht. Confuse Ray. Aber vielleicht funktioniert deshalb die A-Taste nicht. Weil ich erstmal irgendwie fixieren muss und die Taste vielleicht nicht so leicht eingedrückt ist, keine Ahnung. Ja, komm, jetzt lass mal Arcani in Ruhe. Waterpuls. Jetzt fällt mir gerade aus, dass ich auf, dass ich einen Pokémon habe, was Typ Wasser ist. Dann. So, nochmal nachschauen. Ich hab's eigentlich nicht geholt, aber es liegt nicht mehr da. Keine Ahnung, ist mir auch egal jetzt. Das war noch eine Etage weiter unten. Mir ist gerade die Idee gekommen. Scheint, habe ich es doch schon geholt.
Das ist natürlich ganz gut. Das fühlt sich schön an irgendwie. Wenn man so rennen kann, ohne fürchten, was das ein Pokémon begegnet. Hätte ich vielleicht drauf kommen können. Hallo. Ach komm, lass mich damit Confuse Ray in Ruhe. Pikachu los. Heißt Foresight eigentlich Vorsicht? Es heißt Gesichter. Auf Deutsch aber. Foresight? Das klingt wörtlich übersetzt. Vielleicht ist es ein Witz, dass sie es irgendwie wörtlich übersetzt haben. In beiden Sprachen, deswegen heißt es andere Gesichter. Ja, ganz lustig. Ja, irgendwas. Genau. Es kommt jetzt noch eins. Nein, ich möchte bitte nicht wechseln. So, bitte lass mich jetzt ganz oben sein. Wahrscheinlich ist es sinnlos, hier lang zu laufen. Das ist einfach so typisch für dieses Spiel. Es sieht aus, als gäbe es eine Abkürzung, aber dann ist man komplett falsch. Ah, ist mich auf Rollout gegangen. Ich würde eigentlich Thundershock einsetzen, auszusehen. Thunder Punch. Man müsste hier die Stats sehen können. Das wäre. Hallo. Shedinja. Du bist jetzt nicht ganz so schwierig zu besiegen. Oh. Habe ich genug Bälle mit? Ich will es ja unbedingt haben. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Ja, müsste reichen. Gengar. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Nicht, dass ich das Teil jetzt besiege. Gengar, tu nichts Unüberlegtes. Ja, okay. Ratz, okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Wenn jemand will, dass ich ein Pokémon nach ihm bin, dann kann er es in die Kommentare schreiben. Falls das überhaupt jemand schaut, ich glaube nicht. Aber mir geht es ja in erster Linie darum, selbst dabei Spaß zu haben. Nein, ich rede mir das nicht ein. Wollte ich nur gesagt haben. Wenigstens, oder? Nein. Ich habe gerade gedacht, dass man... Nein, man muss als nächstes normalerweise hier hin. Wenigstens haben wir in dem Spiel die Reihenfolge verändert. An PC noch gehen. Gengar. Mal kurz anschauen. Typ Geist Eis. Geist Eis. Das klingt schon lustig. Geist Eis. Also mein Team, ich habe das Gefühl, dass mein Team nur aus diesen Teilen besteht, aber also Pikachu, Capuso und das andere Ding gehört nicht zu meinem Team. Warum habe ich denn überhaupt einen XP-Share gegeben?
Ach, man kann das Item nicht nehmen. Das ist natürlich dumm. Ja, okay, das war's dann. Bis zur nächsten Folge und tschüss.